Wenn man nun eine solche vergleichsweise einfache Analyse hat, kann man aus den Kationen, die hier hinten stehen, auch noch ein Besetzungsmodell machen, beziehungsweise eine Strukturformel. Das bedeutet folgendes: Silizium in Pyroxen ist ein Pyroxen, sechs Sauerstoffe. Silizium sitzt auf einem Tetraederplatz. Jetzt gibt es aber 1,944 Sauerstoffe. Das heißt, hier fehlen noch 0,56 Atome, die auf Tetraederplätzen frei sind. Das heißt, auf dem Tetraederplatz, wenn ich jetzt hier mal hinschreibe, Tetraederplatz, sind hier 1,944 Atome Silizium. Jetzt kann ich noch ein bisschen was anderes dazu packen. Zum Beispiel auf den Tetraederplatz gehen weitere vierwertige Elemente wie Titan. Titan ist 0,1 drin. Ich schreibe hier unten mal eine Tetraeder Total hin. Das ist also gleich für den Moment mal die Summe von, schauen wir mal, ne, Sum von hier. Jetzt habe ich Titan falsch eingegeben, war 0,01. Da ist immer noch ein bisschen Platz. Und als nächstes geht dann meistens ein dreiwertiges Element drauf, zum Beispiel Aluminium. Das ist auch ein relativ kleines Anion, das geht dann auch drauf. Wie viel Platz haben wir noch für den Tetraederplatz? 0,46, um genau zu sein, beziehungsweise 0,046, um genau zu sein, können auch drauf. Jetzt ist der Tetraederplatz belegt. Jetzt haben wir auf dem Tetraederplatz diese drei Atome. Alle weiteren Atome gehen dann auf den Oktaederplatz, und zwar praktisch genauso, wie sie hier stehen, bis auf Aluminium. Von Aluminium gehen dann auf den Oktaederplatz. Also müsste man hier noch mit Oktaeder vielleicht weitermachen. Auf den Oktaederplatz von Aluminium gehen drauf das hier minus diese 0,046. Das heißt, das geht jetzt von Aluminium auf den Oktaederplatz. Und dann gehen die gesamten anderen Elemente, die hier sind, auch noch auf den Oktaederplatz. Wie sie jetzt hier stehen, da muss man nicht mehr viel machen. Nur das Aluminium verteilt sich anders. Und das Titan ist vollständig auf dem Tetraederplatz. Und damit hat man eine Strukturformel. Wir können jetzt auch anfangen hinzuschreiben. Also genau das ist alles Tetraederplatz, Oktaederplatz und so weiter. Und so kriegt man eine Strukturformel hin. Es geht natürlich auch noch einiges komplexer. Zum Beispiel hier hat man eine sehr lange Analyse. Das ist ein Turmalin. Das sind die Kationen vom Turmalin. Und jetzt fängt man an, das zu besetzen. Es gibt verschiedene Plätze im Turmalin. Das ist der Tetraederplatz. Da sollten sechs Stück drauf auf den sechs Tetraederplatz. Silizium 5,94, das heißt, man braucht ein bisschen Aluminium hier drauf. Und auf den Z-Platz geht hauptsächlich Aluminium. Auf dem Z-Platz ist jetzt, dann kann man hier nachgucken, wie viel Aluminium auf den Z-Platz drauf geht. Hier ist sogar zu viel Aluminium da, das heißt, Aluminium sollte dann vielleicht noch auf den Y-Platz, wie man hier sieht. Ansonsten würde es durch Magnesium ersetzt. Das ist hier nicht der Fall, weil zu viel Aluminium da ist. Hier schon. Hier ist nur 5,98 Aluminium da. Das heißt, man ersetzt ein bisschen was oder man füllt es auf mit Magnesium. Auffüllen, nicht ersetzen. Hier wird der Tetraederplatz von Silizium besetzt, dann durch Aluminium aufgefüllt. Hier wird Aluminium durch Aluminium besetzt, durch Magnesium aufgefüllt. Auf dem Y-Platz geht es entsprechend so weiter, X-Platz und so weiter. Und so lassen sich dann die Strukturformeln bzw. Besetzungen von Mineralen aus den Kationen, deshalb sind die Kationen unter anderem auch wichtig, aus diesen Kationen hier bzw. hier heraus genau bestimmen. Man kann sagen, aha, diese Elemente sind wahrscheinlich auf diesen und jenen Plätzen.